was ich Ihnen heute vorstellen werde, ist ein Versuch, einmal diese Staatswerdungsprozesse der drei baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, aus dem Ersten Weltkrieg heraus vorzustellen. Wie Sie eben schon gehört haben, mein eigentlicher Schwerpunkt ist Estland, sodass ich immer auch wieder, wenn es um Litauen geht, doch auf meine Aufzeichnungen gucken muss, weil ich da dann schon wieder weniger Expertise habe. Die Geschichte dieser drei Länder ist derartig unterschiedlich und wir tun ihnen eigentlich keinen Gefallen, wenn wir sie so in dieses Schlagwort Baltikum unter einem Kamm scheren, über einen Kamm scheren. Im Grunde ist die Vergangenheit derartig unterschiedlich und man müsste sie wirklich regional aufschlüsseln, was ich zum Teil heute auch ein wenig versuchen werde, aber am Schluss werde ich dann doch versuchen, ein paar allgemeingültige Schlussfolgerungen zu ziehen. So, jetzt muss ich erstmal. Können wir das vielleicht ein bisschen dunkler machen? Ja. Sie sehen hier die Gliederung meines Vortrages. Ich werde Ihnen kurz gut? eine. So ist, glaube ich, gut. Ist das ja. zu dunkel? Kommen Sie klar? Sie können ja sehen. Gut. Ich werde Ihnen zunächst eine kurze Einführung über die wichtigsten Besonderheiten der baltischen Völker und der baltischen Geschichte vor 1917, vor 1918 versuchen darzustellen. Später geht es dann in die Geschichte des Ersten Weltkrieges, die Geschichte der Russischen Revolution ganz kurz und dann am Ende des Vortrages geht es dann eben um die Kriege nach dem Krieg, um die Unabhängigkeitskriege. Denn wie Sie ja schon im Laufe dieses Semesters gehört haben, in dem Moment, als im Westen die Waffen ruhen, geht es in Osteuropa zum Teil eigentlich erst so richtig los. Hier sehen Sie eine Karte, ich hoffe, ich stehe hier nicht im Weg. Hier sehen Sie eine Karte der territorialen Situation in der Region, die uns heute interessiert, im Russischen Imperium, das heißt vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Sie sehen, abgesehen von der Bezeichnung ganz im Norden Estland, hat das noch gar nicht so sehr viel mit der Karte zu tun, die wir uns heute aus dieser Region vorstellen, die wir heute kennen. Die Grenzen, die Sie sehen, sind mittelalterliche Grenzen zwischen den russischen Provinzen, die darauf zurückzuführen sind, dass im Mittelalter in dieser Region deutsche Kräfte herrschten, der deutsche Orden, Hansekaufleute. Und was sehr wichtig war, gerade für die Herrschaft auf dem Lande, waren die Ritterschaften. Und die Grenzen, die später auch im 18. Jahrhundert von Peter dem Großen für die Region gezeichnet worden sind, stammen aus dieser Zeit des Deutschritterordens. Es sind nämlich tatsächlich die Grenzen der einzelnen Ritterschaften, der estländischen, der livländischen, der kurländischen Ritterschaft. Das Ganze hat mit ethnografischen Grenzziehungen wenig zu tun. Wenn Sie hier nur mal sehen, genau, die estnische Universitätsstadt Dorpat, heute Tartu, der estnische Name, hat damals überhaupt nichts mit Estland zu tun gehabt. Das estnische Siedlungsgebiet verteilte sich eben auf diese beiden Provinzen, auf Estland und auf Livland. So sahen die Grenzen dann nach 1920 ungefähr aus und das sind im Großen und Ganzen auch die Grenzen, die eben seit 1991 dann wieder entstanden sind. Ein paar weitere Informationen. Ich fürchte, das ist doch die falsche Version, die ich jetzt runtergeladen habe. Okay, muss ich umstellen, kein Problem. Genau, was Sie hier also sehen auf diesen beiden Karten, ist tatsächlich, dass die verschiedenen Siedlungsgebiete der Ethnien, die später die baltischen Staaten dann bilden sollten, überhaupt nicht auf der Landkarte nachzuvollziehen sind. Das ist relativ wichtig auch für den Frontverlauf im Ersten Weltkrieg, denn wie Sie auf den nächsten Karten sehen werden, hier haben Sie den Frontverlauf 1916 in der Region. Mich interessiert hier wirklich nur der nördliche Teil der Karte. Das war eine Grenze, die seit 1915 ungefähr sich herausgebildet hatte. Gleich nach Kriegsausbruch war es den Russen zunächst gelungen, Teile Ostpreußens zu besetzen. Die Deutschen schlugen dann zurück
und ihnen gelang es dann im Laufe des Frühjahrs 1915, Teile des litauischen Siedlungsgebietes, eigentlich sogar das gesamte litauische Gebiet, zu erobern. Was dann also tatsächlich in den nächsten Jahren im Osten passierte, im Nordosten passierte, war ein Krieg, den man fast auch schon als eine Art Stellungskrieg bezeichnen kann. Es gab keine großen territorialen Gewinne mehr. Erst 1917, als in Russland dann die Revolution ausgebrochen war, gab es dann gewisse Verschiebungen. Sie sehen das hier in der nächsten Karte mit meinen beiden Kreisen. Vor 1917 war die Grenze an der Düna. Sie zerschnitt das lettische Siedlungsgebiet ungefähr zur Hälfte. Und nach dem Sommer 1917, nach August 1917, standen die deutschen Truppen dann in Riga, in der livländischen Hauptstadt und heute der lettischen Hauptstadt. Und es gab auch einige estnische Inseln, die dann unter deutscher Herrschaft gewesen sind. Was Sie hierin also schon erkennen können, ist, dass die drei baltischen Ethnien komplett unterschiedliche Kriegserfahrungen haben. Die Litauer sozusagen von Anfang an Kriegsschauplatz, später dann unter deutscher Besatzung. Die Letten den ganzen Krieg über geteilt. Ein Teil blieb unter russischer Herrschaft, ein anderer Teil eben unter deutscher Herrschaft. Und die Esten gelangten unter deutsche Besatzung eigentlich erst nach dem Scheitern der Verhandlungen von Brest-Litovsk und dem Vormarsch der Deutschen unmittelbar im Anschluss an dieses Scheitern. Erst ab diesem Moment war Estland dann eben auch von deutschen Truppen besetzt. Womit das Gebiet die meiste Zeit zu tun hatte, war ein Gebilde unter dem Namen Ost. Oberost ist es in die Geschichte eingegangen. Ich werde nachher noch ein bisschen ausführlicher dazu Stellung nehmen. Das war die Region, die im Grunde seit Anfang 1915 unter deutscher Besatzung war. Fast ausschließlich oder fast das gesamte litauische Siedlungsgebiet umfasste, im Süden weißrussische und zum Teil auch polnische Gebiete und eben in Kurland lettisch besiedelte Gebiete umfasste. Soweit zur territorialen Aufteilung. Hier ein paar Basic Facts noch zur Bevölkerungssituation in dieser Region. Da haben wir tatsächlich Angaben aus der einzigen einigermaßen verlässlichen Volkszählung des russischen Imperiums von 1897. Allerdings hat diese Volkszählung den, ja, für uns heute Nachteil, dass niemand die Menschen gefragt hat, wer seid ihr nun? Seid ihr nun Deutsche, seid ihr Esten, seid ihr Juden, Letten oder was auch immer? Es wurde nach Sprache gefragt. Das heißt, die Resultate, die Sie hier sehen, verändern wahrscheinlich das eigentliche Bild der nationalen Verteilung nicht wirklich, aber man muss immer diesen Vorbehalt machen, dass die prozentualen Angaben eben vor allen Dingen sich auf den Gebrauch der Muttersprache beziehen. Wenn Sie die drei Regionen vergleichen, dann haben Sie das, was ich hier Estland nenne. Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, weil damit das Territorium der späteren Republik Estland gemeint ist. Ein Gebiet, das auch schon unter zarischer Herrschaft ethnisch gesehen einigermaßen homogen war. Sie haben dann die beiden weiteren Siedlungsgebiete, die von Letten bewohnten Regionen in den verschiedenen russischen Provinzen, im südlichen Teil Livlands, in Lettgallen, das wiederum einen Teil des Gouvernements Vitebsk darstellte, und eben im Gouvernement Kurland, wo eben doch schon eine ganz andere prozentuale Verteilung der Ethnien zu sehen ist. Nur 68% Letten im Gegensatz zu den 91% Esten im nördlichen Bereich. Dasselbe gilt dann schließlich auch für die litauischen Gebiete. Nur 58% waren Litauer oder Menschen, die in dem Moment eben Litauisch als ihre Muttersprache angegeben haben. 15% Weißrussen bzw. ja, Großrussen, wie sie sich damals selber nannten. 13% Juden und 10% Polen. Eine weitere Besonderheit dieser Region im Rahmen des Imperiums können Sie anhand dieser Tabelle erkennen. Sie brauchen sich jetzt nicht alle Zahlen anzugucken. Ich habe Ihnen hier die drei, auf die es ankommt, eingekreist. Es ist die Schreib- und Lesefähigkeit der Menschen in dieser Region,
die gerade in Estland und Lettland, nicht zuletzt wegen des protestantischen Glaubens, extrem hoch war, über 90% im Falle Estlands. Und wenn Sie sich allein nur oben links die Zahl der Gesamtbevölkerung des Russischen Reichs in diesem Zeitraum anschauen, das sind 27,7%, dann sehen Sie den Unterschied. Die Litauer haben auch eine vergleichsweise hohe Alphabetenrate, allerdings doch schneiden sie im Vergleich zu den nördlichen Nachbarn sehr viel schlechter ab, was nicht zuletzt auch darin liegt, dass eben im katholischen Bereich dieser muttersprachliche Schreib- und Leseunterricht eben nicht seit dem 18. 19. Jahrhundert so vorangetrieben worden ist, wie es eben in den protestantischen Bereichen gewesen ist. Dass das natürlich auch für den gesamten Prozess der Nationalbewegung, die sich gerade in Estland und Lettland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte, eine erhebliche Bedeutung hatte, dass hier also tatsächlich Bauernvölker so weit alphabetisiert waren, dass sie viel, viel weniger Ansporn jetzt von gebildeten bürgerlichen Schichten brauchten als in anderen südlicheren Gegenden, katholischen Gegenden, ist einfach ein Faktum, das man bei dieser ganzen Geschichte nicht außer Acht lassen darf. Ich werde aber im Rahmen dieses Vortrages nicht weiter auf die Unterschiede in diesen Nationalbewegungen eingehen können. Zur Region 1914-1917 ist zunächst mal zu sagen, es war, wie schon angedeutet, alle drei Siedlungsgebiete waren Teile des russländischen Imperiums. Und so gab es eben auch in den baltischen, in den Ostseeprovinzen und auch im litauischen Bereich patriotische Demonstrationen aus Anlass des Kriegsausbruchs. Sie haben hier oben links ein Foto aus dem August 1914 in Riga am Ort des Denkmals für Peter den Großen, das gerade ein paar Jahre zuvor errichtet worden war. Und man vermutet, dass es sich hier bei diesen Menschen, die sich in Riga versammelt haben, zunächst mal vor allen Dingen auch um Russen gehandelt hat, die eben genau diesen Identifikationsort mit Peter dem Großen genutzt haben. Sie haben rechts oben ein Bild von einer feierlichen Zeremonie mit Priestern, die Soldaten auf ihren Weg an die Front begleiten. Und Sie haben unten ein Foto von einer Volksmenge, die ihre Rekruten sozusagen selber mit Schindlerwasserbomben begleitet. Es ist davon auszugehen, dass gerade in Estland und Lettland oder Estland, Livland, Kurland in dieser Zeit, eine Region, die seit Hunderten von Jahren unter deutschem Einfluss gestanden hat, wo die gesamte Nationalbewegung sich in erster Linie gegen diesen deutschen Einfluss gerichtet hat. Deutsch-baltische Gutsbesitzer waren über Jahrhunderte, brutal gesagt, die Sklavenhalter der estnischen und lettischen Bauern gewesen, dass sich hier im Vergleich zu anderen Regionen des Imperiums ein viel, viel stärkerer Enthusiasmus verbreitet hatte, in den Krieg zu ziehen gegen den historischen Erbfeind, gegen das Deutsche Reich. Denn die eigenen lokalen Deutschen nun mit dem Deutschen Reich zu identifizieren, das war keine große gedankliche Leistung, schon weil seit einigen Jahren eben auch in deutsch-baltischen Kreisen, also Deutsche, die in der Region gelebt haben, groß geworden sind und eine familiäre Bindung hatten, eine sehr starke Hinwendung aus nationalpolitischen Gründen ins Deutsche Reich sich abgezeichnet hatte. Sodass hier tatsächlich ein für das Russische Reich in diesen Monaten relativ seltenes Phänomen einer gewissen Begeisterung für den Kriegseinsatz abgezeichnet hat. Es gibt in der estnischen Presse in diesen Wochen, Monaten Aufrufe, in den Heiligen Krieg gegen die Deutschen zu ziehen. Das ist eigentlich schon gerade für protestantische Esten ein sehr, sehr starker Begriff, der ansonsten eher selten benutzt wird. Hier sehen Sie einen weiteren Grund für diese imperiale Begeisterung, die sich in dieser Region manifestiert hat in dieser Zeit. Es gab die Revolution von 1905, die sehr gewaltsam in der Region sich abgespielt hat. Die Gewalt richtete sich vor allen Dingen eben auch gegen deutsche Pastoren, gegen deutsche Gutsbesitzer und so weiter. Und wo auch dem Zentrum
dem russischen Zentrum sehr deutlich geworden ist, wir müssen eigentlich gar nicht nur so sehr die Deutschen fürchten als Vertreter eines unrussischen, unimperialen Prinzips, auch diese komischen Bauernvölker, die Esten und die Letten, die sind ja auch nicht orthodox, aber die sind gegen die Deutschen und die wollen auch irgendwas Eigenes darstellen. Auch vor denen müssen wir uns wahrscheinlich in Acht nehmen. In Reaktion auf diese Welle an Gewalt und an lettischem und estnischem Patriotismus gab es eine imperiale Propaganda-Offensive in dieser Zeit und Sie sehen hier zwei der bekanntesten Exponate, Peter der Große-Denkmäler. Zur selben Zeit errichtet 1910 in Riga und in Tallinn aus Anlass der 200-Jahr-Feier des Anschlusses der Region an das Russische Reich unter Peter dem Großen. Schulcurricula wurden seit Ende der 90er Jahre auf diese große imperial-russische Geschichte umgeschrieben, sodass hier auch eine gewisse Identifikation der estnischen und lettischen Soldaten mit dem Kaiserreich an sich, mit dem russischen Reich sicherlich zu verzeichnen ist, auch wenn meine estnischen Kollegen dieses Argument nicht so gerne hören. Ein weiterer Faktor, der auch für die Geschichte der Revolution später sehr entscheidend geworden ist, gerade für Estland, war der Ausbau der südlichen Küste des finnischen Meerbusens zu einer Militärfestung. Die Hauptstadt St. Petersburg sollte möglichst schon an der estnischen und finnischen Küste verteidigt werden. Was zur Folge hatte, dass um diese Anlagen zu bauen, seit 1912 wurde daran gebaut, um die Werften in Gang zu halten, wo die Kriegsschiffe gebaut wurden für die russische Flotte, dass eine große Anzahl an russischen Arbeitern in diese Hafenzentren geströmt ist, vor allen Dingen nach Reval bzw. heute Tallinn, aber auch in geringer Zahl nach Riga. Das war der Resonanzboden später auch 1917 für die Ereignisse der russischen Revolution in der Region. Zusammenfassend nochmal die Kriegserfahrung der ersten Jahre in der Region. Die Litauer, wie gesagt, von denen sind am Anfang des Krieges in den ersten Monaten bis zu 60.000 Menschen in die russische Armee eingezogen worden, später aber dann wurden die Litauer von der deutschen Militärverwaltung besetzt und hatten natürlich dadurch dann keine Möglichkeit mehr, in die russische Armee eingezogen zu werden. Die Letten, da gibt es Zahlen sind Schätzungen, es ist sehr, sehr schwer, wirklich hundertprozentig genaue Angaben über diese Mobilisierten einer gewissen Ethnie herauszufinden. Schätzungen gehen von bis zu 140.000 Mann aus, die aus Livland, aus Lettgallen und aus Kurland eingezogen worden sind und wesentlich eben für die weitere Entwicklung der Region und des Landes. Seit 1915 lief die Front mitten durch das Land entlang des Flusses Düna und das Land war geteilt, was, wie Sie sich vorstellen können, natürlich auch für die Herausbildung eines Nationalstaates erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte. Schließlich die Esten, von denen auch nur Schätzungen existieren. Es wird immer wieder davon geredet, 100.000 Mann ungefähr seien in die Armee eingezogen worden, 10.000 davon seien gestorben. Aber Sie werden zugeben, diese Zahlen sind einfach zu glatt. So kann es sicherlich nicht gewesen sein. Aber wer hat schon die Muße heutzutage, um in die russischen Archive zu gehen und wirklich Namen zu zählen, was sicherlich keine leichte Aufgabe ist. Die Esten allerdings hatten das Privileg erst seit Anfang 1918, seit dem Abbruch der Verhandlungen von Brest-Litovsk, in das Kriegsgeschehen wirklich mit eingezogen zu werden. Zuvor lebten sie ein relativ vom Krieg unbelastetes Leben. Es gab natürlich Probleme mit der Lebensmittelversorgung, aber ansonsten, auch wenn man Erinnerungen aus dieser Zeit liest, der Krieg, der war weit weg, der war in Lettland, der war bei den Letten, das kümmert uns nicht. Für Familien, deren Söhne im Krieg waren, war das natürlich etwas anderes. Schließlich die Deutschbalten. Hier gab es einen ganz anderen Identitätskonflikt. Auf der einen Seite war man traditionell in der Region zarentreu. Das war so ein bisschen der Überlebenswille auch, in diesem Reich dann weiter existieren zu können. Man verschrieb sich der unbedingten Loyalität zum Zarenhaus. Das hatte auch mit ständischen Identifikationsangeboten zu tun, dass man sich natürlich eher jetzt mit einem
imperialen Staatsgebilde als Deutscher anfreunden konnte, als mit einem russischen Nationalstaat. Denn das war die andere Seite der Medaille. Seit den 1860er, 1870er Jahren hatte sich in deutsch-baltischen intellektuellen Kreisen eine ziemlich starke Welle von Russophobie breit gemacht, in Reaktion auf die ersten Anfänge des russischen Nationalismus. Die Überzeugung war, man dient als Deutscher dem Zaren, aber man will mit diesem Volk, mit diesen Mujiks, mit denen will man nichts zu tun haben. Diese Menschen standen nun oft als höhere Offiziere in den Reihen der russischen Armee, wo sie natürlich mit diesen russischen Mujiks, mit diesen Bauern dann zusammen kämpfen mussten. Und auch hier wiederum eine Frage der Erinnerung. Es gab sowohl Identifikationsprozesse mit diesen russischen Bauern, mit den russischen Soldaten, die da für eine gemeinsame Sache gekämpft haben, nämlich für den Zaren. Aber es gab natürlich auch andere Reaktionen. Und es gab gerade in den Regionen, die dann später von der deutschen Armee besetzt worden waren, namentlich Kurland, natürlich auch sehr viele Hoffnungen darauf, dass nun die gesamte Region einschließlich Estlands an das Deutsche Reich angegliedert werden wird. So, das waren die Probleme für die Deutschbalten, die natürlich nur eine verschwindend geringe Anzahl von 3% in Estland, vielleicht 7% im lettischen Bereich ausgemacht haben. Für die Esten und Letten, wie gesagt, war der Ausbruch des Krieges eine Probe für ihre Loyalität zum Zaren. Ihre Vertreter haben in der Duma im russischen Parlament patriotische Reden gehalten, dass die Esten und Letten gegen den historischen Feind, gegen die Deutschen kämpfen werden. Aber sie haben keine Sekunde Zweifel daran aufkommen lassen wollen, dass sie für diesen Einsatz vom russischen Staat belohnt werden wollen, nämlich mit Autonomierechten auf ethnografischer Basis. Also im Falle eines russischen Sieges, auch dank des Einsatzes estnischer und lettischer Soldaten, sollte eben das gesamte administrative Gefüge in den Ostseeprovinzen verändert werden zugunsten ethnografischer Aufteilung der Provinzen. Zur deutschen Besatzungsherrschaft, die sich in Lettland und vor allen Dingen in Litauen herausgebildet hat, unter dem Deckmantel, unter dem Dach dieses Gebildes Oberost, eines, wie es in der Literatur heißt, Militärstaates. Es ist zunächst mal eine sehr zwiespältige Geschichte. Auf der einen Seite, wenn man Tagebücher von einfachen deutschen Soldaten liest, die einfach überwältigt waren in dieser Region von der ethnischen Vielfalt, von der religiösen Vielfalt. Die einzigen Menschen, mit denen sie sich einigermaßen unterhalten konnten, waren ausgerechnet Juden, weil die ein bisschen Jiddisch sprachen und das konnte man ja einigermaßen verstehen. Aber Litauer, Weißrussen, Polen, man war absolut in der Fremde. Auf der anderen Seite, von der Position der Militärverwaltung, geleitet von Erich von Ludendorff, sah das Ganze natürlich ganz anders aus. Die Ziele, die hier verfolgt worden sind, waren eindeutig. Es ging um die wirtschaftliche Ausbeutung dieser Region. Alles sollte den Interessen des Militärs untergeordnet werden. Und gerade auch, was bemerkenswert ist, viele Historiker haben versucht, die deutsche Besatzung im Ersten Weltkrieg mit der des Zweiten Weltkrieges zu vergleichen. Im Ersten Weltkrieg waren die Verwaltungsbeamten, die dorthin geschickt worden sind, fast ausnahmslos Militärs, während im Zweiten Weltkrieg eine erhebliche Anzahl an zivilen Positionen eben in den Militärdienst genommen wurde, um hier im Baltikum dann die Militärverwaltung auszuüben. Deutsche Besatzung beherrschte hier ungefähr 3 Millionen Menschen, aber mit lokalen Gegebenheiten, mit lokalen Bedürfnissen gab man sich nicht viel ab. Eines der wesentlichen Elemente dieser Besatzungspolitik war die sogenannte Verkehrspolitik. Es gab ein Netz von Distriktgrenzen, die willkürlich über dieses Land gelegt worden sind, im Sinne der militärischen Kontrolle natürlich auch, wodurch
zahlreiche traditionelle Verbindungen zwischen den Dörfern, zwischen den Gemeinden, aber auch Handelswege für fahrende Händler und sowas brutal unterbunden wurden, denn diese Distriktgrenzen durften immer nur mit einer Erlaubnis der Militärbehörden überschritten werden. Es sollte auf der anderen Seite wiederum, das Land sollte in die Lage versetzt werden, über kurz oder lang Deutschland Produkte, Rohstoffe zu liefern. Es war schon das Ziel einer Kolonialpolitik, das dort ausgeübt worden ist, sodass diese beiden verschiedenen Stränge, auf der einen Seite strikte Kontrolle über alles, was sich bewegt, und auf der anderen Seite der Anspruch, irgendwann muss das ja auch ökonomisch wieder blühen, schon mal in einem gehörigen Widerspruch zueinander standen. Gewalt, Requisition von Menschen und von Vieh, von Ernteerträgen und so weiter waren an der Tagesordnung, sodass hier tatsächlich eine Militärmacht ausgeübt wurde, eine Militärherrschaft ausgeübt wurde, die auch in vielen litauischen Erinnerungen zum Beispiel sehr lebhaft beschrieben worden ist. Es gab auch, wie später im Zweiten Weltkrieg, dann die zwangsweise Anwerbung ist ein kleiner Widerspruch in sich, aber dass Leute eben, dass Litauer in die deutsche Industrie, ins Reichsgebiet verschleppt worden sind. Das Ganze, und man muss sich das mal vorstellen, auch dafür hatte die deutsche Militärverwaltung noch Zeit, bekam tatsächlich auch so etwas wie einen deutschtumspolitischen Überbau verpasst. Die Region sollte zivilisiert werden, nach deutschen Maßstäben kultiviert werden. Alle sollten möglichst irgendwann in der Lage sein, auch Deutsch zu sprechen, damit man irgendwann dieses Land dann tatsächlich ja, regelrecht annektieren würde können, damit es dann eben als Teil des Deutschen Reiches würde existieren können. Es gab Expertenrunden, die sich mit Schulpolitik beschäftigt haben. Es gab spezielle Theateraufführungen, es gab spezielle Zeitungen, spezielle Literatur, einfach um der lokalen Bevölkerung deutlich zu machen, dass die deutsche Kultur der lokalen Kultur doch erheblich überlegen ist. Ziel, wie gesagt, war letzten Endes die Eingliederung ins Reich. Allerdings ist das ein Ziel, das vor allen Dingen von der Militärverwaltung vor Ort propagiert worden ist. In Berlin sahen die politischen Zielvorstellungen mit dieser Region zum Teil ganz anders aus. Die politischen Entwicklungen, die wesentlich sind später auch für die Herausbildung von nationalen Staaten. Zunächst mal gab es gleich am Beginn des Krieges erhebliche Flüchtlingswellen. Bevor die deutsche Armee vorrückte nach Litauen und nach Kurland, sind aus dieser Region zahlreiche Menschen geflüchtet, später auch Letten aus Kurland, die sich zum großen Teil in Russland dann angesiedelt haben. Und hier wurden Netzwerke geknüpft, hier wurden Flüchtlingskomitees begründet, gerade auch in den russischen Hauptstädten Petersburg und Moskau, Petrograd und Moskau, wo zahlreiche Menschen auch eine gewisse administrative Erfahrung gelernt haben, um später dann auch in den nationalen Republiken dann eingesetzt zu werden. Hier wurde also teilweise tatsächlich auch in der Realisierung der Idee einer Flüchtlingshilfe auf ethnischer Grundlage wurde schon ein mentaler Schritt getan in Richtung auf eine spätere Mobilisation nach ethnischen Prinzipien. Das ist ein Punkt, der in der lettischen und der litauischen Literatur gerade sehr stark diskutiert wird. Und das fand alles vor allen Dingen in der russischen Umgebung in Moskau und Petersburg statt. Die Litauer, um da noch weiterzumachen, haben auch unter deutscher Besatzung eine politische Position versucht zu formulieren, denn gerade im Auswärtigen Amt und in der Regierung in Berlin überlegte man die ganze Zeit, was machen wir jetzt eigentlich? Geben wir den Militärs ihre Freiheit und wollen das annektieren oder versuchen wir doch die nationalen Gruppierungen dort in unserem Sinne zu nutzen? Gründen wir ein unabhängiges Polen, gründen wir ein unabhängiges Litauen oder vielleicht gliedern wir Litauen auch Polen an oder je nachdem, wie auch immer. Es wurde aber keine Entscheidung getroffen. Wesentlich war zumindest für die Zeit des Krieges die wirtschaftspolitische Ausbeutung der Region im Sinne des eigenen Kriegseinsatzes. Wenn wir uns wieder in das russische Gebiet bewegen, wie es dort aussah, die Letten haben einen Schritt gehen
dürfen, so würden es wahrscheinlich lettische Historiker formulieren. Sie haben einen Schritt gehen müssen, so könnte man das aus der Perspektive des Kriegsverlaufs formulieren, in dem nämlich im Frühjahr 1915 lettische nationale Militäreinheiten erlaubt worden sind von der Zarenregierung. Etwas, das man eigentlich vermeiden wollte, weil man eben Angst vor verschiedenen ethnischen Separatismen hatte. Aber aufgrund der Lage an der Front kam man zu der Überzeugung, dass die Letten am besten ihr Land selber verteidigen. Militärischer Nachteil war, dass die Letten eben sehr oft auch als Kanonenfutter dann von den russischen Offizieren genutzt worden sind. Die Esten, die zur selben Zeit ähnliche Ideen formulierten, wurden damals abschlägig beschieden, eben vor allen Dingen auch mit Hinweis auf die strategische Lage, dass ja die Esten wahrscheinlich eher weniger daran Interesse hätten, nun ausgerechnet Riga zu verteidigen, was ja wahrscheinlich sogar auch stimmt. Die Esten formulierten aber dafür dann im Laufe der Zeit, wo sie dann eben noch nicht Teil des Kriegsgebietes waren, nationalpolitische Zielvorstellungen in einem zukünftigen, föderativ aufgebauten Russland. Das sind die Vorstellungen, mit denen estnische Abgeordnete dann auch in die Reichsduma in Petrograd gegangen sind. Das ist wichtig, weil zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht wirklich in Lettland der Gedanke an eine Eigenstaatlichkeit überhaupt schon formuliert worden ist. Dass die beiden Völker zwei Jahre später tatsächlich vor dieser Entscheidung standen, seinen eigenen Staat aufzubauen, ist eine Entscheidung des Jahres 1917 gewesen, die hatte sich vorher in dieser Radikalität noch nicht angedeutet. Kulturelle Autonomie, ökonomische Autonomie, ja, aber doch im Rahmen eines föderativ aufgebauten russischen Staates. Über die Deutschen hatte ich eben schon gesprochen. Hier machte sich doch, je länger der Krieg dauerte, umso stärker auch die Vorstellung breit, dass die Russen ja doch nicht in der Lage sind, eine Verteidigung zu organisieren. Und die Hoffnung, dass es unter deutscher Herrschaft im Baltikum dann besser werden würde, wurde immer stärker artikuliert. Dann kam das Jahr 1917 mit der russischen Revolution und dadurch wurden in vielerlei Hinsicht die Karten neu gemischt. Es gibt relativ viele Erinnerungen an die Zeit der Revolution. Es gibt weitaus weniger Erinnerungen an die Zeit des Krieges. Was wesentlich ist für die ersten Monate der Revolution, unabhängig die Gründung einer provisorischen Regierung in Russland, die mit vielen Prinzipien der zarischen Regierung bricht. Hier haben Sie Fotos von verschiedenen Elementen dieser frühen Monate, hier in Tallinn eine spontane Revolution von Menschen, die hinter irgendwelchen Fahnen herlaufen und das finden Sie in Erinnerung. Es ist wie im Hyde Park gewesen, Menschen stellten sich hin, fingen an zu reden, alle hörten zu und alle diskutierten mit. Es waren Tage der Freiheit, wie sie Lenin später hier auch so beschrieben hat. In der Armee hier lettische Soldaten, wie ich eben schon formuliert hatte, auf den Bannern stehen Sachen wie: Es lebe ein freies Lettland in einem demokratischen, föderalen Russland. Das war so das politische Credo der meisten Aktivisten Anfang 1917. Ich werde relativ schnell jetzt hier ein paar weitere Entwicklungen 1917 aufzählen. Nicht zuletzt aus militärpolitischem Interesse war es wichtig für die provisorische Regierung in Petersburg, den Widerstandswillen der Esten zu stärken. Und so ging die Regierung in Petersburg auf die Vorstellungen von Esten und Letten ein und restrukturierte die Grenzen der Provinzen nach ethnografischem Prinzip. Etwas, was die zarische Regierung nie bereit war zu tun. Das wurde jetzt den Esten und Letten gewährt. Und zudem wurden wählbare Landtage eingerichtet, die wiederum von Esten geleitet werden sollten. Als Vertreter der Zentralmacht im Baltikum, in Estland und im späteren Lettland wurden ein Est und ein Lette eingesetzt, sodass es wahrscheinlich seit dem frühen Mittelalter oder überhaupt das erste Mal in der Geschichte Esten und Letten wirklich die wichtigste politische Funktion in ihrer Region übernehmen konnten.
Parallel jedoch entwickelte sich auch hier eine Arbeiterrevolution. Es wurden Sowjets gegründet, die sich im Laufe des Jahres radikalisierten, sehr stark im Vergleich, sehr vergleichbar mit den Entwicklungen, den Dynamiken, die es auch in Petersburg in dieser Zeit gegeben hat. Was wesentlich ist jetzt an dieser frühen Entwicklung, dank der territorialen Umgestaltung, wurde so etwas wie ein Estland tatsächlich kreiert. Seit Anfang 1917 hatte der estnische Staat seine Grenzen mehr oder weniger in der eigenen Hand. Zur gleichen Zeit konnte die Regierung ein Lettland noch nicht bilden, nicht zuletzt, weil ein großer Teil Lettlands unter deutscher Herrschaft war, aber auch, weil Letten immer noch in russischen Gouvernements gelebt haben, Gouvernement Vitebsk, und das war nicht im Interesse der Regierung, hier etwas zu verändern. Die Deutschen, und das ist das historisch Wichtige in diesem Moment, sind politisch entmachtet worden, mit einem Federstrich der provisorischen revolutionären Regierung in Petersburg. Dieser Frühling der Revolution endete dann aber im August 1917, zumindest für Riga, mit dem Einmarsch der deutschen Truppen. Sie sehen hier deutsche Truppen einmarschieren in die Stadt. Die Gründung von Nationalstaaten vollzog sich jetzt tatsächlich in Reaktion auf die russische Revolution. Die Machtübernahme der Bolschewiki in Estland und in Livland vollzog sich auf unblutige Art und Weise, nicht zuletzt, weil in den Sowjets tatsächlich die Bolschewiki im Laufe der Zeit Mehrheiten hatten gewinnen können. Auch in den frei gewählten Landtagen, die es in beiden Provinzen gab, wurden ab dem Sommer immer mehr bolschewistische Abgeordnete erwählt. Aber dieser Landtag in Estland erklärt sich nun in Reaktion auf die bolschewistische Machtübernahme zum Träger der höchsten Macht in Estland. Und hier haben wir genau die juristische Voraussetzung dafür, dass ein paar Monate später dann die Unabhängigkeit ausgerufen werden kann. Die Bolschewiki erreichten bei Wahlen, die in dieser Zeit stattgefunden haben, nie die erhoffte 50%-Grenze. Sie blieben die ganze Zeit unter 40% in Estland. Aber was wesentlich war für die Geschichte der estnischen Unabhängigkeit, war eben das Ende der russischen Demokratiebewegung, das Anfang Januar 1918 sich dadurch abzeichnete, dass die verfassunggebende Versammlung, die im November gewählt worden war, von den Bolschewiki gewaltsam aufgelöst wurde. Als dieser Punkt erreicht war, gab es auch in Estland die ersten Stimmen, die eben Kurs auf estnische Eigenständigkeit nehmen wollten. So kam es dann in der Phase, was auch wieder mit dem Vertrag von Brest-Litovsk zu tun hat, dem Abbruch der Verhandlung. An dem Tag, bevor die Deutschen in Estland einmarschierten, erklärte Estland sich im Namen dieses Landtages, dieses Provinziallandtages, für unabhängig. Und am nächsten Tag marschierten die Deutschen ein, das heißt, von einer weiteren Ausgestaltung der Unabhängigkeit konnte zunächst einmal keine Rede sein. Hier sehen Sie eine Parade deutscher Truppen in Tallinn, just auf dem Platz, wo im Hintergrund immer noch das Denkmal Peters des Großen stand. Litauen war ein wenig schwieriger, wie gesagt, unter deutscher Herrschaft. Hier mussten die Litauer also ständig lavieren zwischen eigenen Vorstellungen und den Ideen der Besatzungsherren. Wesentlich war zunächst mal, dass auch die deutsche Besatzung, wie schon erwähnt, erstmals den litauischen Siedlungsraum unter einer Administration vereinnahmte. Sie war nicht mehr geteilt zwischen Russland, zwischen verschiedenen russischen Provinzen und zum Teil auch Ostpreußen, sondern tatsächlich unter einer Militärverwaltung, aber immerhin. Was sollte mit, hier sehen Sie die Grenzen, wie sie 1920 dann eingetragen worden sind. Und Sie haben hier ein Bild davon, wie viele litauische Siedlungsgebiete
im Grunde da noch gar nicht mit eingezogen worden sind. Was nun wiederum mit osteuropäischen Problemen zu tun hat, nämlich der Frage, was machen wir mit Polen, ist die erste Unabhängigkeitserklärung Litauens, die am 11. Dezember 1917 verabschiedet wurde. Kurze Zeit vorher hatten die Mittelmächte Österreich und Deutschland ein unabhängiges Polen anerkannt. Die Polen, das war klar, würden auf jeden Fall, wenn sie eine unabhängige Republik gründen oder was auch immer für ein Staat, ohne Litauen nicht sein wollen, sodass hier die Litauer sofort etwas dagegen halten mussten. Und das war eben diese Erklärung vom 11. Dezember 1917, die zugleich, die bolschewistische Oktoberrevolution war auch gerade erst ein Monat her, eine Sezessionserklärung von Russland beinhaltete. Aber eben auch die Bitte um deutschen Schutz. Dann gab es die Episode noch in allen drei Regionen, darüber gehe ich jetzt schnell hinweg, dass man einen deutschen Fürsten sich zum König wählen wollte, was sicherlich nicht allen Deutschen gut gefallen hat, weil nicht immer die Dynastie der Hohenzollern bevorzugt wurde. Gerade die Litauer hatten kein Interesse, einen protestantischen König zu nehmen. Sie wählten sich einen Württemberger, der aber dann, soweit ich weiß, nie im Leben den Fuß nach Litauen gesetzt hat, weil nicht zuletzt die OHL strikt dagegen war. Was dann eigentlich auch bis heute als die litauische Unabhängigkeitserklärung gefeiert wird, ist ein Dokument vom 16. Februar. Das hat erneut mit dem Abbruch der Verhandlungen in Brest-Litovsk zu tun. Eine demokratisch ausgerichtete Erklärung eines unabhängigen Staates, wo auch von einer Bitte um deutschen Schutz keine Rede mehr war. Das war ein symbolischer Akt. Noch standen die deutschen Truppen im Land. Die Deutschen haben das natürlich nicht anerkannt. Sie haben Litauen dann im März anerkannt, aber auf Grundlage der Erklärung vom Dezember mit der Bitte um deutschen Schutz. Sie sehen, es ist komplett chaotisch und ich habe auch bald überhaupt keine Zeit mehr, fürchte ich. Ich werde ein wenig weiter gehen. Ich mache es ganz schnell mit Lettland. Es war noch komplizierter. Denn tatsächlich ist Lettland oder der russisch verwaltete Teil Lettlands Ende 1917 der Teil gewesen, wo bei Wahlen die Bolschewiki eine Zustimmung von sage und schreibe 72% gekriegt haben. Das ist etwas, was es im ganzen Reich so nicht gegeben hat. Im Durchschnitt haben die Bolschewiki ein Viertel der Stimmen gekriegt im November 1917. Hier aber in diesem kleinen Abschnitt der Region Livland, die unter russischer Verwaltung war, 72%, zum großen Teil deswegen, weil es sehr viele aktive lettische Bolschewiki gegeben hat, die eben dort Agitation in den Dörfern gemacht haben, sodass hier auch eher eine Art der lokalen Variante des Bolschewismus gewählt worden ist. Dagegen erregte sich Widerstand sowohl in der russisch besetzten Region als auch in Riga, wo sich eine antibolschewistische Zusammenarbeit abzeichnete, die später auch charakteristisch in Estland wurde. Einheimische, lokale, nationale Arbeiterparteien, moderate Arbeiterparteien, sozialdemokratische Parteien, gemeinsam mit den nationalen Demokraten gegen die Bolschewiki. Das ist später auch das Grundrezept der Nationalstaatsgründung gewesen. Lettland erklärte sich dann erst nach dem Waffenstillstand von Compiègne im November 1918 für unabhängig. Damit hatten alle drei Länder in diesem Moment Ende 1918, als der Krieg im Westen aufhörte, zumindest formal ihre Unabhängigkeit erklärt. Die Kriege nach dem Krieg. Es wird noch komplizierter. Es gibt ein Buch über diese Kriege, das heißt einfach nur der baltische Wirrwarr. Und das trifft den Gegenstand relativ genau. Es sind nur noch drei Slides. Es ist gar nicht mehr viel. Aber Sie glauben gar nicht, was in diesen paar Jahren jetzt alles noch passiert ist. Ich mache es, wie gesagt, einigermaßen kurz. Die deutsche Front bricht zusammen, die ja bis zur estnischen Ostgrenze vorgedrungen war. Zwar gibt es im Waffenstillstand von Compiègne die Klausel, dass deutsche Truppen
solange der antibolschewistische Abwehrkampf andauert, in der Region noch bleiben dürfen, von den Siegermächten konzediert. Das ist die Voraussetzung für die Entwicklung der späteren Freikorpsgeschichten, weil sich hier sehr viele deutsche Soldaten tatsächlich quasi unter Entente-Schutz versammeln konnten. Und die deutsche Militärtechnik, Waffen und so weiter, waren dann natürlich auch wichtig für den Aufbau von lokalen, einheimischen, estnischen, lettischen und auch litauischen Einheiten, die sich dann der Roten Armee entgegengesetzt haben. Ende November kündigt Moskau den Vertrag von Brest-Litovsk und die Rote Armee setzt zum Angriff auf der ganzen baltischen Ostfront an, mit dem triumphalen, revolutionären Ausruf: Wir wollen den Anschluss an die Revolution in Deutschland kriegen. Das mit dem Baltikum war erstmal gar nicht wichtig. Man wollte durchmarschieren und sozusagen im Vakuum, das die deutschen Truppen hinterlassen würden, die Revolution nach Deutschland tragen. Das war der revolutionäre Anspruch dieses Vormarsches. Es wurden dann auf dem Wege sozusagen noch Sowjetrepubliken gegründet, sowohl in Lettland als auch in Estland. Und der militärische Vormarsch war zumindest in Lettland erfolgreich. Riga wird eingenommen, nicht zuletzt aber eben auch von diesen lettischen Bolschewiki, die eben auch nach Hause wollten und so schnell wie möglich das machen wollten. Und so die Aufgabe, Estland auch noch mit einzusacken, um es mal salopp zu sagen, so ein bisschen aus den Augen verloren und sich dann auf Lettland konzentrierten. Der Vormarsch der Roten Armee nach Estland, nach Tallinn im Norden verendet, wie es ein russischer Militärhistoriker mal so schön ausgedrückt hat, weil einfach kein Nachschub mehr nachgeliefert wurde. Alles ging Richtung Lettland. Der Krieg ist also im vollen Gange in dieser Region. Und was eindrucksvoll ist für die estnische Geschichte, es gibt tatsächlich während des Krieges im April, zu einer Zeit, wo die sowjetrussische Front eben schon am Verenden war, erfolgreich durchgeführte Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung. 80% Wahlbeteiligung. Die Esten waren tatsächlich das zweite Land aus der Konkursmasse des russischen Imperiums nach Finnland, das diesen demokratischen Schritt gemacht hat. Und durch diesen Schritt dann eben auch Unterstützung von der Entente bekommen hat, gerade auch von England. Die Wahlen bringen die Sozialdemokratie an die Macht. Aus ähnlichen Gründen, wie linke Politik auch in Russland populär war, die nationalen Sozialdemokraten übernehmen denselben Wahlspruch: Land und Frieden. Bäuerliche Staaten, bäuerliche Völker, natürlich wollten sie ihr eigenes Land haben und natürlich wollten sie endlich Frieden haben. Damit haben die Arbeiterparteien gewonnen. Auch in Lettland geht es etwas voran, aber nur dank der deutschen Truppen, die mit Erlaubnis der Alliierten der Entente immer noch in Kurland sind. Ein deutsches Reservekorps unter einem General von der Goltz. Es gab bis in meine Jugend eine von der Goltz-Kaserne in Hamburg, also ein echter deutscher soldatischer Patriot. Mit ihm und mit seiner militärischen Erfahrung gelingt es, auch einigen deutschen Einheiten, einigen deutschen Freikorps, sowohl reichsdeutschen als auch baltendeutschen Freikorps, unter anderem der baltischen Landeswehr, im Mai Riga wieder zu befreien. Der Höhepunkt der Konfusion ist wiederum eine Schlacht, die dann im Juni 1919 stattfindet. Ein kleines Scharmützel, muss man wahrscheinlich eher sagen. Aber in dieser Schlacht besiegen die Esten die baltische Landeswehr. Die Landeswehr wollte den Bolschewismus in Estland bekämpfen und die nationale Regierung war natürlich in den Augen der baltischen Landeswehr bolschewistisch. Und so kam es zu dieser Auseinandersetzung, provoziert von den Esten, weil hier mit diesem Sieg, wahrscheinlich mit dem einzigen Sieg der estnischen Militärgeschichte, so etwas wie die emotionale Staatsgründung vollzogen wurde. In den Briefen schreiben die Soldaten, nachdem sie die baltischen Barone geschlagen haben: Wir haben den Baronen die Goldzähne aus dem Mund geschlagen.
Und ab diesem Moment ist der estnische Nationalstaat an sich etwas, was auf einmal verteidigenswert erscheint. Das Land hat vorher immense Probleme, die Bauern an die Front zurückzuholen. Gerade die Bauern, die im Ersten Weltkrieg waren. Die wollen nicht gegen Russland kämpfen. Aber gegen die Deutschen kämpfen sie. Und gegen die Deutschen zu kämpfen, heißt eben auch, das eigene Land das erste Mal als etwas Verteidigenswertes wahrzunehmen. Und genau das passiert in dieser Schlacht vom 23. Juni, die bis heute in Estland als Feiertag, als Siegestag gefeiert wird. Das lasse ich jetzt einfach. Das wird einfach zu viel, denn es gab nämlich auch den russischen Bürgerkrieg, wissen Sie? Aber den schenke ich Ihnen, denn auf der Seite der Esten kämpfte eben auch gegen die Bolschewiki eine weiße russische, eine antibolschewistische russische Armee, die dann mit Unterstützung der Entente später von einem anti-estnischen russischen General geleitet worden ist, der also öffentlich sagte, also wenn ich Petersburg hier erobert habe, dann komme ich zurück und mache auch die estnische Regierung hier zu meinen Untertanen. Die Esten haben diese russische Truppe tatsächlich unterstützt, so ein bisschen mit dem Gedanken, die Entente unterstützt sie sowieso, wir brauchen die Hilfe der Entente, also okay, wir schicken sie auf russisches Gebiet, die sollen unsere Grenzen schützen, auch wenn sie es nicht wollen. Im Endeffekt haben sie es tatsächlich getan, eine weiße russische Armee, die Sezessionisten verteidigt hat. Der Krieg endet dann in der Ostfront mit einem sowjetrussisch-estnischen Friedensschluss, nachdem es noch im Dezember 1919 zu erheblichen Grenzkämpfen gekommen ist. Dieser Friedensschluss ist deswegen wesentlich, weil sowohl Sowjetrussland als auch Estland im Februar 1920 die erste verbindliche diplomatische Anerkennung eines anderen Staates erhalten. Estland wird also in diesem Sinne für Moskau zu einer Art Fenster in die Welt, was dann auch gerade was finanzielle Mauscheleien angeht, dann durchaus auch aktiv genutzt wurde. Litauen hatte eben das Problem, dass Litauen tatsächlich direkt auf dem Weg nach Osteuropa lag. Wenn man also aus Moskau die Revolution nach Westeuropa tragen wollte, konnte man gar nicht anders als durch Litauen zu marschieren. Das heißt, hier waren die Auseinandersetzungen noch viel, viel stärker. Aber hier gab es eben auch noch den polnischen Faktor, der eben auch noch einen Anspruch auf Litauen erhob. Auch hier gab es also in den Jahren 1919 bis 20 erhebliche Kämpfe mit ständigen Grenzverschiebungen. Vilnius, die Hauptstadt, ist 5-6 Mal, hat die Herrschenden gewechselt, sodass hier überhaupt keine staatliche Kontinuität aufkommen konnte. Was denn entscheidend ist, im Vorwege des polnisch-sowjetischen Krieges ist ein Vertrag zwischen Moskau und Vilnius, in dem die Sowjets den Litauern erklären, wir unterstützen euren Anspruch auf Vilnius, dafür aber gebt ihr uns das Durchmarschrecht im Krieg gegen Polen. Hier sehen Sie, die Rote Armee, 2 Tage später ist sie durch Vilnius marschiert, hat Vilnius eingenommen und nicht, wie es im Vertrag angekündigt war, den Litauern zur Administration übergeben, sondern es einfach zunächst besetzt gehalten. Sie kennen die Geschichte, dann kam das große Wunder an der Weichsel, die Polen schlagen die Sowjetrussen zurück, was für litauische Historiker heute tatsächlich heißt, dass wenn die Polen nicht gewonnen hätten, dann wäre Litauen 1920 eine Sowjetrepublik geworden. Wenn Litauen eine Sowjetrepublik geworden wäre, wären wahrscheinlich auch Lettland und Estland nicht zu halten gewesen. Das ist so die regionalpolitische Bedeutung dieses Wunders an der Weichsel vom August 1920. Die Litauer hingegen haben einen Preis gezahlt. Im Oktober 1920 besetzen polnische Freischärler Vilnius. Und damit zeichnet sich ab, was dann die ganze Zwischenkriegszeit geprägt hat, der Konflikt um die Vilnius-Frage. Im Gegensatz zu Estland, das territorial saturiert war, war Litauen nicht territorial saturiert, sodass es hier auch außenpolitisch immer sehr, sehr schwierig war. Ich komme, ob Sie es glauben oder nicht, zu meiner letzten Folie, die aber, es ist die falsche Version, noch nicht ganz fertig ist.
was wesentlich ist an dieser ganzen Geschichte. Zunächst einmal, wir reden vom Baltikum. Aber wie Sie vielleicht so ein bisschen mitbekommen haben, es gab keine eindeutige baltische Erfahrung in diesem Krieg. Was im Ersten Weltkrieg passiert ist, hatte unmittelbare Auswirkungen darauf, dass sich die drei Staaten sehr unterschiedlich entwickelt haben. Estland mit Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung schon im April 1919. In Litauen fand das erst anderthalb Jahre später statt. Nicht zuletzt wegen der ganzen Verwicklung. Ein weiterer Punkt, der nicht unterschätzt werden darf, diese gesamte Entwicklung der Eigenstaatlichkeit der baltischen Staaten hat natürlich damit zu tun, dass exakt in dieser Phase die beiden traditionellen Vormächte in der Region, Deutschland, Russland, geschwächt waren. Die eine durch Revolution, die andere durch Niederlage im Krieg. Gerade aber im estnischen Fall, wo ich es am besten beurteilen kann, hatte sich tatsächlich eine Führungsschicht herausgebildet, die genau diese Chance, dieses Window of Opportunity zu nutzen verstand. Mein Lieblingsbeispiel, und damit möchte ich auch wirklich enden, ist der estnische Oberbefehlshaber, ein junger Mann von 34 Jahren, der natürlich die russischen Militärschulen durchlaufen hat, der im kompletten Gegensatz zu vielen seiner Kurskameraden, die dann irgendwo im Fernen Osten als Warlords auftraten und lokale Bevölkerung terrorisierten während des russischen Bürgerkrieges, der mit einer zwingenden Konstanz sich demokratischen Spielregeln unterworfen hat. Nachdem die Esten ihre verfassunggebende Versammlung gewählt hatten, ist der Oberbefehlshaber höchstpersönlich jeden Monat dahingegangen, hat Bericht erstattet. Selbst in dem Moment, als er den Erbfeind geschlagen hat, als er die Deutschbalten im Juni 1919 geschlagen hat, lässt er sich diesen Schritt von der Konstituante legitimieren. Das wird natürlich ein Triumphzug, weil die Esten gewonnen haben. Okay, aber es hätte ja auch anders laufen können. Also was sich hier abgezeichnet hat, ist eine sehr, sehr starke Hinwendung, ein sehr starkes Vertrauen auch zu demokratischen Prinzipien. Es war übrigens wenn ich es recht in Erinnerung habe, Herr Leidoner hat sich auf die Schweiz berufen in diesem Fall. So kommt auch die Schweiz tatsächlich nochmal vor. Dass auch in der Schweiz der militärische Oberbefehlshaber, vielleicht wissen Sie es besser als ich, sich eben stets vor der Volksversammlung zu verantworten hat. Und genau das hat Leidoner eben genau übernommen in dieser Phase. Dass die Länder 20 Jahre später dann von der Roten Armee wieder erobert worden sind, ist das Thema eines anderen Vortrages, der aber tatsächlich ein wenig eindeutiger werden würde. Tut mir leid, wenn ich Sie verwirrt habe, aber damit möchte ich jetzt erstmal schließen. Dankeschön.